Wir treffen uns heute auf der Mercedes-Benz Fashion Week mit Franziska Knuppe. Erstmal vielen Dank, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast. Franziska, du wurdest mit 22 von Wolfgang Job in Potsdam entdeckt. Was meinst du, wo würdest du heute stehen, wenn es diese Begegnung nicht gegeben hätte? Also wenn Wolfgang Job mich nicht entdeckt hätte, wäre ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, Model zu werden, weil ich habe damals Hotelfach gelernt, beziehungsweise war schon fertig und habe ein Betriebswirtschaftsstudium angefangen und wahrscheinlich wäre ich jetzt irgendwo Manager in irgendeinem tollen Hotel. Also ich denke schon, dass sich einiges verändert hat, auch auf der Mercedes-Benz Fashion Week. Wie gesagt, bin ich seit 2007 dabei und gerade was so natürlich auch Designer betrifft, viele kommen, einige gehen. Es kamen viele junge Designer auch dazu, was toll ist, weil ich denke, gerade Berlin hat das Potenzial, junge Designer auch groß zu machen. Was natürlich dazugekommen ist, sind gerade die sozialen Medien, die in den letzten Jahren natürlich groß geworden sind. Facebook, Instagram, YouTube und dann ihre eigenen Stars hervorgebracht hat. Ich poste ja regelmäßig, wenn unsere Mannschaft, also unsere Jungs, bei der EM jetzt spielen, ein Bild, wo ich das Trikot auch trage und dann die Jungs mehr oder weniger mit anfeuere. Und was ganz kurios ist, die Männer, ja, der Nation, schreiben drunter, Mensch Franzi, was tippst du so? Wie ist dein Tipp für das Spiel? Und lustigerweise in den gleichen Posts schreiben dann Frauen rein, oh, du trägst so eine tolle Lippenstiftfarbe, was ist denn das für eine Marke, sag mal, verrat uns die. Und das finde ich so skurril eigentlich, dass man aufgrund eines eigentlich normalen Bildes wirklich die Geschlechtertrennung so sieht. Und ich versuche auch immer darauf zu antworten und dann freuen sich die Fans sozusagen. Was wäre Mercedes für mich? Also Mercedes als Marke würde für mich schon ja, eigentlich eine Frau darstellen. Der Name sagt es ja eigentlich schon. Es ist ähnlich wie die Initiative Schieß Mercedes. Die Marke ist innovativ, sie ist modern, sie sieht gut aus, wie Frauen halt sind. Ja, und deswegen verbinde ich eben sehr viele weibliche Eigenschaften mit der Marke. Also ich habe eine G-Klasse, die ganz toll sich fährt. Also wir fahren ganz, ganz viele lange Strecken auch und die fahre ich auch teilweise selbst, weil mein Mann mittlerweile Motorrad hinterherfährt oder vorne weg. Wenn ich selbst fahre, bin ich so, ja, fühlt sich also sehr wohl und sehr, ja, sicher. Das Lustige ist, wir haben so eine Dashcam vorne drin, die ja so alles aufnimmt. Und wenn man sich das dann wieder anhört und die Gespräche mitbekommt, was man für einen Schrott eigentlich erzählt und wie man die Leute beschimpft, ist sehr lustig. Okay, Franziska, wir kennen ja alle deine wunderschönen Modelfotos. Würdest du uns auch dein Führerscheinfoto zeigen? Gerne. Das ist immer ein schöner Knaller, weil ich 93 habe ich meinen Führerschein gemacht, ganz Anfang des Jahres. Da war ich 19. Genau. Dieses Foto war allerdings, da war, ja doch, 19, aber ich sah aus wie 12, würde ich mal sagen. So, da kann man das erkennen. Das ist übrigens, die Haarfarbe wirkt da nur dunkler. Ich bin natürlich blond und ich sehe aus wie 12, würde ich mal behaupten. Sehr spannend, ne? Und ich habe den Lappen noch, trotz rasanter Autofahrten.